Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was da Ende Juni auf diesen Feldern im bernischen Mittelland so prächtig grünt und blüht hat, das ist in der Zwischenzeit ausgegraben worden und wartet in unseren Läden auf Sie. Es sind gute alte Bekannte, die Herdöpfel. Und auf die vielseitigen Knollen wollen wir heute im Gop Frischmärt etwas näher eingehen. Mit von der Partie ist auch der Armin Amrhein, Chef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Er wird uns wie gewohnt mit einem feinen Rezept überraschen. Grüezi miteinander. Zu den Spitzenreitern im Gemüserayon gehören nicht nur, wie man vielleicht könnte meinen, exotische Züchtungen aus aller Welt, sondern nach wie vor Herdöpfel aus einheimischem Anbau. Rund ein Drittel des Gemüses macht ihren Anteil um die Jahreszeit in unseren Läden aus. Und dabei vergisst man schnell einmal, dass das günstige und alltägliche Nahrungsmittel selber mal zu den Exoten gehört hat. Erst im 16. Jahrhundert sind die Herdöpfel zum ersten Mal aus Südamerika nach Europa gebracht worden und noch weitere 200 Jahre ist es gegangen, bis sie für alle erhältlich und erschwinglich gewesen sind. Am beliebtesten bei uns sind die Herdöpfel, die man möglichst vielseitig zubereiten kann und für alles brauchen kann. Unsere Schweizer Bauern beliefern uns aber auch mit neuen Sorten, die den verschiedensten Ansprüchen gerecht werden. Je nach Vorliebe und Verwendungszweck haben sie darum bei uns das ganze Jahr durch die Wahl zwischen den verschiedenen Sorten. Jetzt gerade sind das Charlotte, Turgenta, Nicola und natürlich die allseits bekannte Pintier. Auch Herdöpfel von Coop Naturaplan können wir Ihnen quasi frisch vom Feld anbieten. Dazu Franziska Grab, verantwortlich für Coop Naturaplan, Früchte und Gemüse bei Coop Schweiz. Im biologischen Anbau arbeiten wir vor allem mit den Sorten Charlotte, Nicola und Agria. Wegen dem nassen Mai haben die Herdöpfel dieses Jahr einen schlechten Start gehabt. Und im feuchten Sommer hat die Krupfühle die Pflanzen stark befallen. Weil wir im biologischen Anbau keine chemisch-synthetischen Dünger- und Pflanzenschutzmittel dürfen brauchen, ist der Ertrag der Bio-Herdöpfel etwa ein Drittel kleiner als letztes Jahr. Für die Zukunft sucht das Forschungsinstitut für biologischen Landbau zusammen mit den Bioproduzenten nach neuen, robusten Herdöpfelsorten, die ideal sind für den anspruchsvollen Bioanbau und die besten Koch- und Esseigenschaften haben. Danke, Franziska. Nicola-Herdöpfel aus konventionellem Anbau offerieren wir Ihnen zurzeit zum Aktionspreis. Es ist eine festkochende Sorte und ich bin überzeugt, dass der Armin Amrhein auch das mal wieder etwas ganz Spezielles daraus macht. Ich hoffe, es ist ein Goulash, das gut zu dieser Jahreszeit passt, einmal nicht mit Rindfleisch, sondern mit Kürbis und Pilz zubereitet. Zutaten habe ich wie immer schon vorbereitet. Zwiebeln und Knoblauch gehackt, Eierschwämmchen geröstet, mich aber auch Steinpilz nehmen, grüne Peperoni in Viereck geschnitten und Kürbiskugeln ausgestochen. Jetzt als erstes Pilz im heißen Anken dünsten. Rausnehmen, nochmal ein bisschen Anken vergehen und auch die Zwiebeln und den Knoblauch drin dünsten. Dann Peperoni und Kürbiskugeln ebenfalls gut dünsten. Mit Paprikapulver bestäuben, mit Bouillon ablöschen, Tomatenpüree und Kümmel beifügen und mit Salz und Pfeffer würzen. Zuletzt auch noch die Herdöpfel dazugeben, alles aufkochen und zudeckt, ca. eine halbe Stunde köcheln. Sicherheitshalber vielleicht aber mal probieren. Es wäre nämlich schade, wenn die schönen Zutaten zu fest würden verkochen. Richtig, darum auch Pilz erst ganz am Schluss dazugeben, denn das Herdöpfelgulasch mit einem Becher Sauerrahm kurz aufkochen, abschmecken und anrichten. Weitere lustige Herdöpfelrezepte finden Sie übrigens im Buch «Feines aus Kartoffeln» von Betty Bossi, wo Sie mit dem Coupon aus der Beilage der Coop-Zeitung von dieser Woche bestellen können. Werden wir uns nicht lassen gehen, danke Armin. Falls Sie sich beim Posten von Herdöpfeln nicht so recht können für eine bestimmte Sorte entscheiden können, empfehle ich Ihnen einen Blick auf die Verpackung. Sie sehen dort nämlich sofort, für welche Zubereitung sich welche Sorten am besten eignet. Die Verpackung hat aber noch einen weiteren Vorteil. Im Licht werden die Herdöpfel nämlich grün. Es bildet sich Solanin, ein Stoff, den man gar nicht gerne hat in den Lebensmitteln. Und vor dem sind unsere Herdöpfel eben gut geschützt. Die Rückseite ist aber transparent, damit Sie sich jederzeit von der Qualität überzeugen können. Überzeugend sind diese Wochen auch wieder unsere Aktionen. Hier ein paar Beispiele. Nicola-Herdöpfel im 2,5-Kilo-Sack kostet 2,40. Und Tempo Papiernastüchli gibt es als 3 für 2 für 7,30. Mit der GoProfit-Karte gibt es 6 Liter Liptons Eistee Pfirsich zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren.
Weltweit den ersten Sonnenaufgang vom Jahr 2000 erleben, das können Sie mit Tonga-Dusch. Aber nur, wenn Sie am Wettbewerb mitmachen und den Teilnahmeschein von der Packung rechtzeitig einschicken. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Glück. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen.